Guten Tag, Herr Feistauer. Ihre Ausstellung wird gerade aufgebaut. Im Hintergrund sehen wir noch viel werkeln. Interferenzen heißt Ihr Teil der Ausstellung. Können Sie uns sagen, warum Sie diesen Titel gewählt haben? Der Titel kommt von dem Hauptwerk der Ausstellung. Und zwar ist das ein Bild, wo sich zwei verschiedene Farbsysteme überlagern und dadurch eine Interferenz dargestellt wird. In der Beschreibung Ihrer Ausstellung sehen wir, dass Sie sich auf 20 Farben beschränkt haben. Warum? Die 20 Farben haben sich als günstig für die Darstellung der Bilder erwiesen, weil sie eine Teilung des Farbkreises bedeuten. Und würde man den Farbkreis in seinem Spektrum in mehr als 20 Farben teilen, wären die Abstände zwischen den Farben zu gering, also die Kontraste zu gering. Und würde man es in mehr Farben teilen, wären die Sprünge zu groß. Also 20 erwies sich als günstig, den Farbkreis aufzuteilen. Und die Bilder beruhen auf Ordnungsprinzipien, wo sich die Zahl 20 als sehr günstig erwiesen hat, Dinge darzustellen. Können Sie mir sagen, welche Ordnungsprinzipien das sind? Die Ordnungsprinzipien haben immer was mit Zahlen oder mit Zählen zu tun. Also es gibt meistens ein Raster oder ein Streifensystem, wobei jede Farbe eine Nummer bekommt und dann zum Beispiel eine Zählung 2, 4, 6 oder 1, 3, 5 oder die Addition von gewissen Zahlen eine Verschiebung der Flächen bedeutet oder auch eine Wiederholung der Flächen nach einem bestimmten Rhythmus. Und eigentlich ist es eine sehr analytische, mathematische Ordnung, die hinter den Bildern steckt. Sie stellen hier zusammen mit Frau Schreiber aus Echo Kunst im Widerhall. Welchen Bezug wollen Sie zu der anderen Ausstellung schaffen? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne von Frau Schreiber keine Kunstwerke und die Kuratorin hat uns ausgewählt und ich bin jetzt vor einer halben Stunde angekommen und bin selber mal gespannt, was passiert. Also Sie wissen auch nicht, wie gehängt wird. Im Hintergrund sehen wir die Arbeiten und wir werden gleich, wenn wir reingehen, beide überrascht werden. Genau. Was hat Sie angetrieben, auch in Schwerin auszustellen? Sie sind momentan in Leipzig künstlerisch sehr aktiv und wie ich weiß, sind Sie auch in anderen Städten mit Ihrer Kunst vorstellig und präsent. Warum gerade noch mal Schwerin? Ich bin da ursprünglich Stralsunder, also meine Heimat, Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt gerade ein Projekt in Triebsees, das nennt sich Triebsees Zukunft machen. Und dort habe ich vor 2 Wochen, weil ich in das Projekt involviert bin, die Kuratorin der Ausstellung kennengelernt, Frau Gabler. Und sie hat mir davon erzählt, was hier gemacht wird. Und sie meinte, ich soll mich doch mal bewerben. Das habe ich getan mit meinen Bildern. Und sie fand es interessant, diesen Echo-Bezug herzustellen und hat mich ausgewählt. Und deswegen hat sich die Ausstellung hier im Kunstraum ergeben. Ja, und das ist natürlich für Schwerin lokal eine wichtige Frage. Bei Ihrer Kunst, Ihrer Heimat, Ihrer Herkunft, das ist Nordostdeutschland, Stralsunder. Beeinflusst das Ihre Kunst? Beeinflusst das auch zum Beispiel, wenn Sie Farbreduzierung anwenden? Beeinflusst Ihre Geschichte, Ihr kultureller Hintergrund die Kunst? Das ist eine schwierige Frage. Bestimmt beeinflusst das meine Arbeiten, aber ich kann es nicht wirklich sagen, wo da die Herkunft ist. Also diese 20 Farben, dieses Analytische, das ist so distanziert teilweise von persönlichen Dingen. Das ist schon fast wissenschaftlich, Forschung. Dass ich da sagen würde, der Bezug, der ist nicht unbedingt gegeben. Was würden Sie Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung anraten, um wahrzunehmen, was Ihnen an Ihren Exponaten wichtig ist? Ich glaube, ganz wichtig ist die Bewegung des Betrachters, das ganz dichte Herangehen, das einzelne Farben, einzelne Sequenzen des Bildes sehen und dann auch sich wieder ganz weit weg zu bewegen, sich vor dem Bild hin und her zu bewegen und zu beobachten, was passiert. Also es gibt eine dynamische Veränderung des Bildes durch den Betrachter. Also man soll auch durchaus experimentieren, wenn man reinkommt und Sichtweisen ändern. Ja. Das kann man gut auch als Lebensweisheit. Dann sieht man die Welt in anderen Farben. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Ja.
dann wünschen wir Ihnen viel Glück und viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit. Dankeschön.